Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Bauvlog von uns. Felix hat jetzt gut eine Woche Urlaub, ein bisschen mehr als eine Woche Urlaub. Und das heißt, wir klotzen hier jetzt richtig rein auf der Baustelle, dass wir am Ende wahrscheinlich oder hoffentlich einziehen können. Ja, wir versuchen wirklich von morgens bis abends jetzt jeden Tag auf der Baustelle richtig rein zu klotzen. Wir haben ungefähr 1, 2, 3, 10 Tage. Genau 10 Tage. Ja, wir schauen mal, was wir so schaffen. Wir müssen nämlich am Samstag auch noch einkaufen. Samstag habe ich gedacht, machen wir einfach mal den Tag, wo wir komplett alles einkaufen, was noch fehlt. Also es wird ein richtig teurer Einkauf. Badewanne, Armaturen fürs Bad. Alles, wirklich. Alles, was noch fehlt, kaufen wir dann ein. Die kleine Maus ist hier unten in ihrer Wippe. Und Felix sägt gerade unten. Und ja. Es geht jetzt hier richtig voran. Es erwarten euch also viele, viele Bauvlogs, hoffentlich. Gucken, was wir so mitfilmen für euch. Und genau, Felix ist hier gerade im Bad dabei. Ihr seht, es ist alles schon gespachtelt. Das kennt ihr auch noch gar nicht. Aber ich zeige euch das jetzt mal. So, also, Felix macht nämlich gerade noch ein bisschen Schalung. Und zwar hier hat er jetzt schon hier so Schalung gemacht. Das Kabel ist auch neu, ne, oder? Welches? Nee, das war schon. Nee, das lag hier. Ach Das so. muss aber da verlängert werden, weil wir erst die Tür so rum aufgehen lassen wollten. Und das heißt Lichtschalter hier. Aber das nicht möglich ist und die Tür jetzt noch so aufgehen muss, muss der Lichtschalter nach da. Ach Und so. da haben wir natürlich jetzt ein Kabel zu kurz, deswegen müssen wir das verlängern. Müssen wir den Lichtschalter da oben Genau. hinmachen? Ja, gut, okay. Ist auch besser mit der Badewanne, wenn die Tür dahin aufgeht, finde ich. Na, ist auch irgendwie doof. Naja, gut, geht nicht anders. So, also, hier hat Felix jetzt Schalung gemacht und jetzt ist er hier auf dieser Seite dabei, beziehungsweise auch schon eigentlich fast fertig, ne? Ja, also jetzt kann ich gleich Kabel verlängern und dann kann ich einiges machen. Und dann kann ich spachteln und dann ist der Raum fertig gespachtelt. Ja, und die kleine Maus ist da. Und hier ist, wie gesagt, alles schon gespachtelt soweit. Muss natürlich nochmal, beziehungsweise da, wo halt Fliesen hinkommen. Ich glaube, Fliesen nicht. Nein, da wo Fliesen hinkommen, muss nicht nochmal gespachtelt werden, weil das ist ja Schiedegol, sag ich mal. Aber oberhalb, zum Beispiel hier kommt auch Fliesen hin, aber hier zum Beispiel kommen keine Fliesen hin und hier zum Beispiel kommen keine Fliesen hin. Und hier muss natürlich noch komplett gespachtelt werden, wie ihr seht. Ne? Also das macht Felix jetzt gleich, die Decke auch noch. Das Fenster muss er gleich auch noch machen hier. Und dann spachtelt und schleift er hier den ganzen Tag durch. Erinnere mich an das Fenster. Ja. Ja, genau. Hier kommt hier noch eine Regelsplatte hin. Hier. Nee. Das bleibt so. Nur hier kommt halt überall noch Mal deine Wand kommen. Regelsgleiche. Genau. Siehst du ja nachher nicht. So schaut das hier aus im Bad. Jetzt im Moment unser größter Bereich, wo wir hier gerade machen. Ich stelle mir schon vor, wenn ich hier auf Toilette sitze. Ja, also, das wird schon richtig, richtig cool. Ja, und wie gesagt, Samstag, heute ist Donnerstag, Tag der Deutschen Einheit. Samstag holen wir dann alle Sachen. Das heißt, ich muss gleich auch nochmal runter gucken wegen dem Waschtisch hier von unserem Waschtisch, welche Farbe der hat, damit wir da die Fliesen irgendwie so abgleichen können, weil wir wollten gerne Holzoptik haben. Aber der Waschtisch ist auch in Holzoptik, das darf sich natürlich nicht beißen, das muss ja so ein bisschen passen und so, auch mit der Tür und dann, genau, deswegen wollte ich da gleich nochmal so ein Foto machen, damit man das richtig gut erkennt, damit wir dann schauen können, welche Fliesen wir nehmen. Ich bin für weiß, Felix ist für grau, wir werden uns auf jeden Fall noch einigen. Und das holen wir dann, wie gesagt, alles Samstag. Dann nehmen wir euch auch mit. Genau, dann machen wir auch einen Vlog, wie wir denn das alles kaufen. Ich glaube, das interessiert auch Ich einige. finde Grau schöner bei Minden Wandfarben. Nee. Genau, Wandfarbe wird Mint, aber nur eine Wand. Ich denke mal, das wird diese Eine? Ich Wand. dachte alle. Nein, ich denke, das wird diese sein. Beim Spiegel und so. So. Genau. Baby Maus ist, wie gesagt, hier. Hier. Nehme ich jetzt auch gleich wieder auf dem Arm. Eigentlich wollte ich in die Küche gehen und da fehlen ja auch noch so ein paar Sachen. Das kann ich euch ja noch mal kurz zeigen eben. Felix ist hier über der Kleinen. Hier. So, also gehen wir mal runter. Und zwar
Ich glaube, ihr seht das schon, ne? Also hier sind einfach noch ein paar Stellen, die müssen noch gemacht werden. Das muss noch einmal geschliffen werden, merke ich gerade. Und dann muss das noch auf jeden Fall übergestrichen werden, ne? Da haben wir ja hier so kleine Stellen, die einfach nochmal übergespachtelt werden mussten. Und da muss hier oben nochmal weiß gestrichen werden. Und hier eben nochmal grün. Hier unten brauchen wir nicht, weil das kommt sowieso weg. Sieht man nachher nicht. Ja, das war's, glaube ich. Außer hier noch. Hier sind noch zwei kleine Stellen und hier ist noch eine große Stelle. Seht ihr das? Ja, sieht man sehr gut. Genau, das wollte ich jetzt eigentlich noch machen. Ich suche aber unsere grüne Farbe. Die ist irgendwie nicht da. Ach so, und das hier haben wir auch noch gekauft. Das haben wir auf der Nordbaumesse in Neumünster gekauft. Das sind so kleine Spots. Die sind für die Küche. Fürs Badezimmer. So kleine Spots, die wollten wir gerne oben in die Decke reinmachen. Das zeige ich euch gleich, wo das hinkommt. Ja, und dann habe ich letztes Mal hier schon sauber gemacht, so ein bisschen. Also hier einmal alles abgewischt. Aber das muss natürlich sowieso nochmal, wenn ich jetzt hier wieder arbeite. Genau. Hier muss auch noch sauber gemacht werden. Aber das kommt alles noch, ne? Hier stehen noch die ganzen Oberschränke und so. Das sind alles Sachen, das muss halt auch alles noch gemacht werden. Der Herd muss noch eingebaut werden und so. Aber genau, das wollte ich jetzt eigentlich machen. Also hier mal alles machen, weil hier oben muss ja auch das Band noch ab und so. Aber die Kleine, na, lässt mich nicht immer so. Aber ich guck mal, ob hier die Farbe ist. Guck mal, ob die... Was? Ja, ich habe die Farbe gefunden. Da steht. So, meine Lieben, nächster Tag. Tada, so schaut es aus hier. Felix ist heute nicht da, der ist mit meinem Vater unterwegs auf der Baustelle. Und deswegen passiert heute wahrscheinlich nicht so viel hier. Ein Tag weniger leider, aber gar nicht so schlimm. Ja, Felix hat hier oben erstmal alles komplett gespachtelt. Das Fenster eingespachtelt mit Schienen und so. Genau, alles einmal gespachtelt. So sieht es jetzt hier aus. Und mein Vater... Hier habe ich gespart, aber nicht so. Nee, das war ich nicht. Das ist noch nass, sehe ich gerade. Ich hoffe, das ist bis heute Abend trocken, weil Felix wollte wahrscheinlich heute Abend nochmal hoch und schleifen. Wissen es aber noch nicht ganz genau. Genau, mein Vater hat einmal Strom gelegt gestern. Einmal hier zwei für den Spiegel, beziehungsweise eine Steckdose zum Beispiel für Föhn und was nicht alles. Genau, und hier ist jetzt auch Strom für Lichtschalter und Steckdose. Oder ich glaube, es sind zwei Lichtschalter. Ich weiß es nicht. Doch, ich glaube, das ist einmal der Lichtschalter für da oben. Und dann haben wir, glaube ich, einen geteilten. Einmal für da und einmal für diese drei. Hier habe ich ja gesagt, kommen die drei Spots rein. Und die sind jetzt auch schon hier drin. Genau, das ist, glaube ich, dafür gewesen. Ganz genau weiß ich es, aber wie gesagt, nicht. Ja, so sieht es also hier aus. Und auch hier haben wir jetzt schon Strom. Hier sind einmal... drei Schalter, einmal für das Flurlicht hier, einmal für unten den Flur. Das heißt, wenn man runtergeht, dann macht man hier den Lichtschalter an. Dann braucht man nicht unten irgendwie nach Licht suchen, sondern dann hat man da unten schon das Licht an. Und einmal hier für da hinten. Da hinten wollten wir nämlich, glaube ich, auch eine Lampe machen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das irgendwie für da. Genau, hier haben wir noch zwei. Einmal eine Steckdose, einmal Licht für hier und hier. Und genau, das war ja schon. Ja, das ist jetzt hier. Oh, hier ist jetzt auch eine Steckdose. Vorher glaube ich auch noch nicht. Das ist, glaube ich, wenn man aus Lias Zimmer kommt und dann das Licht anmachen kann für den Flur hier. Genau, da ist das Licht für da. Also wenn man aus dem Schlafzimmer kommt, kann man da das Flurlicht anmachen. Und hier kann man eben das Licht auch nochmal anmachen für da oben. Ne? Genau, so. Das heißt, so sieht das hier oben aus. Dann... haben wir auch hier unten noch Strom. Schaut euch das mal an hier, ey. Ist das nicht... sieht irgendwie richtig strange aus, oder? So vier Dingern. Ja, auf jeden Fall das auch. Ich weiß nicht, was was ist, aber das wird alles einmal auf jeden Fall für oben den Flur, wenn man hochgeht, dass man direkt das Flurlicht anmachen kann. Einmal wird das sein für hier aus, also beziehungsweise einmal für hier eben das Flur. Wenn man zum Beispiel hochgeht, dann kann man das Licht ausmachen hier unten im Flur und das obere anmachen. Ne? Wisst ihr, glaube ich, was ich meine? Und dann wird es vielleicht noch eine Steckdose sein und ich weiß es nicht ganz genau. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier vier Dinge. Das wurde gestern auch noch gemacht. Ja, und dann war es das, glaube ich, auch. So, Leute, wir sind im Badezimmer und hier hat sich einiges getan. Ich war fleißig und habe sehr, sehr viel gespachtelt. Außerdem haben wir hier blau gestrichen
Und jeder, der sich mit dem Handwerk auskennt, beziehungsweise mit dem Sanitär auskennt, weiß, dass blaue Striche nicht heißt, dass man mehr Farbe an der Wand haben möchte, sondern dass das im Prinzip ein Feuchtbereich ist. Also hier kommt die Dusche hin. Darüber wird jetzt gefliest. Fliesen haben wir auch schon da. Und da hinten. Und dann wird im Prinzip alles halb hoch gefliest. Man sieht hier auch schon diesen einen Strich. Genau den. Auf der Höhe wird das dann einmal komplett ums Badezimmer rumgehen. Und hier hat er die Dusche komplett hoch auf 2 Meter, also da, wo die blaue, wo der blaue Bereich endet, da wird dann komplett gefliest. Ja, Fenster und alles ist auch schon gespachtelt. Oberer Bereich wird ein bisschen nachgearbeitet, aber wir wollten heute einfach fließen, weil jetzt mein Schwiegervater da ist und der passt so ein bisschen auf, dass das alles läuft, weil Fliesen ist, habe ich noch nie gemacht. So, mein Lieben, wir haben angefangen, oder mein Vater hat angefangen zu fließen. Schaut euch das mal an, sieht das aus? Hast du auch schon die Fliesen gezeigt? Nee, wie gesagt, ich habe noch blau gezeigt. Wir haben uns hier für diese Fliesen entschieden. Die sind weiß matt und sind 30x60 groß, damit ihr euch das ein bisschen vorstellen könnt. Ja, so haben wir angefangen. Und jetzt geht es hier weiter, weil hier, das ist noch nicht ganz trocken und deswegen gehen wir jetzt hier so weiter. So, meine Lieben, wir sind wieder auf der Baustelle, aber ich verabschiede mich jetzt für diesen Baublock von euch und fange jetzt direkt einen neuen an, weil sonst wird er einfach viel zu lang. Ich hoffe, euch hat er gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!